Gesundheit. There's a whisper reaching through the choir. Take the leaders and the liars. Throw your fear on the funeral pyre. Keep on breathing, don't go under. Keep your ear to the ground with the thunder. When the earth quakes and the ground shakes, throw your passion to the wind and the storm breaks. Mother, sister, father, brother, step into the light and start a shining. There's a light, you can find it if you try, if you open up your eyes. When you're drifting out to sea, you can just hold on to me, make it to the other nächsten wow. Samstag. Wir stellen auch pünktlich raus. Also, darf ich vorstellen? War richtig. Das ist nicht irgendwer. Das ist Mülli Müller. Mülli Müller. Ladies and Gentlemen. Mülli Müller. Das Müllmonster von Familie Müller. Aha. Wohnt da drin. Danke. Nein, das ist zu gütig, aber isst du alleine auf. Das ist aber kein Biomüll. Das. Nein, das ist kein Biomüll. Man muss auch wirklich die Nase ein bisschen zuklemmen, weil er hat einiges an Fischabfall da drin. Aber singen kann er, oder? Wow. Wow. Yeah, wow. Mülli! Und schöne Hände, lange Finger. Lange Finger. Pianist. Mülli, du hast wieder rumgesaut, aber kein Problem. Ja? Ich mache ein paar Sozialstunden gerne. In der Zeit könnt ihr sagen, wie ihr das gefunden habt. Also ich finde, auf jeden Fall erstmal ist es ein Sänger. Mhm. Also das können wir sagen. Ist ein, es muss. Es ein, muss. Ein echter Sänger. Aber ein Freddie Mercury-Style-Sänger. Ne? Also richtig so. Unfassbar. Viel Bühnenerfahrung, würde ich sagen. Also hat versucht, diese Gesang zu verbergen. Irgendwie so, ich kann nicht so fertig. Mhm. Und dann auf einmal, deswegen, also leicht verarscht, aber die muss so aussehen, deswegen. Aber ich dachte Sängerin am Anfang. Ich wollte gerade, seid ihr sicher, dass es ein Mann ist? Also mit der hohen Range am Ende, das hat sehr viel Körper. Irgendwie ist es für mich ein Mann, aber am Anfang dachte ich, es wäre auch eine Frau. Heutzutage. Das weiß man nicht. Ja, Ray, rede ruhig weiter. Ja.
Ist es wichtig? Glaube ich nicht. Nein. Aber ey, du weißt, an der Frisur kennt man es nicht. Ey, bitte. Ray macht spannend. Ich meine, Ray weiß eh, wer es ist, weil so wie ich es beim Outfit erkennen kann, schiebst du ihn ja jeden Montag raus, oder? Der kommt bei jeder Show rein zu gucken, was ich anhab und geht mit Neid raus. Ja, das stimmt. Das macht das stimmt. Ey, du hast total riskant grau und schwarz genommen heute. Ja, total riskant. Also, I love you, Ray. I love you too, bro. Also, ich bin überzeugt, dass es ein, also ich hoffe, ein Profisänger und vielleicht leichter aus der Rock, vielleicht aus den 90er Jahren. Ja, auf jeden Fall. Ja? Aber wer hat denn, ich kenne keinen, der so eine hohe Stimme hat. Das stimmt, du bist 12, ja. Ich bin wirklich komplett zwischen den Welten, weil ich schwanke. Also ich meine, so Mülli, Mobil könnte ein Hinweis auf die Bahn sein. Harald Schmidt ist ein großer Bahnfan. Dachte ich am Anfang, ne, weil er so seine Stimme verstellt hat. Oh, und dachte ich, okay, Harald Schmidt wäre irgendwie echt cool. Dann dachte ich so, wow, das ist echt ein Profisänger. Mhm. Und dachte dann so, okay, Ina Müller ist ein bisschen flach, aber Johannes Oerding wäre natürlich auch in der Lage, irgendwie so eine Range zu zeigen. Und dann dachte ich aber, vielleicht ist es gar kein Mann, sondern es ist eine Frau. Und wer hat so eine Bandbreite? Nina Hagen zum Beispiel, die ja frisurentechnisch auch manchmal so rumläuft. Ähnlich, ja, muss man sagen. Ich habe keine Ahnung. Ja, stimmt, das ist 1:1, ehrlich gesagt. Aber diese Zeichen vorne, das ist das Rock-Zeichen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass es da ist. Das muss sein. Ein Punk, Save the Planet, also... Boah. Ich wüsste also wirklich Aktivist, in mich. Also, ja. Ich finde, also wenn, es könnte auch Campino sein, aber von der Stimme keine Ahnung. Campino? Ich weiß es nicht. Campino, Johannes Oerding. Viele Messages sind auf der Mülltonne, weißt du? Ja. Der tote Fisch. Aber ich glaube, der Jahrgang, ja. Aber Johannes kommt auch sehr hoch, ne? Ja. Aber Johannes, bist du das? Johannes? Ja, wir schauen nochmal. Also, Campino, Johannes Oerding, Nina Hagen. Ach. Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, was die sagen. Nina Hagen hat auf jeden Fall Aufmerksamkeit gewusst. Ich kann nichts dafür, Mülli. Das waren die. Ja. Auf jeden Fall war das ein sensationeller Start in diese Show und in diese Staffel. Mülli Müller! Yeah. Nimm das Stückchen mit, Mülli.